Ich hatte ja gesagt, ich wollte noch mal was Besseres machen als das letzte, was so scheiße geschmeckt hat. Deswegen hier noch mal richtige Knatschis, die wir erstmal kochen werden. Dazu Shrimps, eine Zwiebel und eine Surimi. Wie gesagt, das sind sowieso Reste. Verwertung werden. Na gut, Reste nicht. Es wird schon was Ordentliches werden. Und ihr werdet sehen, beziehungsweise ich werde es sehen. Es wird von gänzlich anderer Qualität werden. Ich habe hier noch ein paar Tomaten, die werde ich zur Soße zaubern. Die sind schon überreif gewesen. Ja, die sind abgekocht. Also, nee, also ihr denkt, die sind schlecht. Ich habe die gedämpft. Also nicht abgekocht, sondern gedämpft. Damit die sich dann nachher verarbeiten lassen. Zur Soße. Zwiebeln, Zwabeln, Zwiebeln. Eigentlich wollte ich das etwas später machen, aber ich dachte mir, komm. Gestern habe ich es versäumt, habe ich bloß ein leichtes Essen und heute machen wir jetzt mal was Richtiges. Surimi gewaschen. Ups. Wie gesagt, die Shrimps. Ich habe mir das letzte Mal. Das werde ich auch erst dann. Ja, gut, ja. Ihr werdet schon sehen. Die Shrimps sind nämlich, wenn man sie falsch zubereitet, knochenhart. Wie bei Tintenfisch ist das ähnlich, also bei frischen Shrimps vor allen Dingen. Und da muss man ein bisschen Vorarbeit leisten. Eigentlich soll man Gemüse ja gar nicht so heiß erhitzen, sondern bloß leicht. Dämpfen ist gut. Aber deswegen kommt das auch zuletzt rein. Ja, oder auch nicht. Das Wasser kocht. Das heißt, oh, die riechen extrem gut nach Basilikum. Nee, nach Rosmarin ist das. Autsch, 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 autsch. Das spritzt nicht. Okay. Dann wollen wir die Bohnen erstmal ein bisschen kochen. Und sobald die dann oben schwimmen, holen wir sie raus. So. Die Knatschis sind bereits oben. Aus. Oh Gott, wo habe ich denn? Moment. Ups. Das kommt hier hin. Und dann kommt die Pfanne. Mal an. Dann lassen das Kokosnussfett schmelzen. So, hat in der Pfanne heute früh Gemüse angebraten oder wie das stimmt. Okay. Und dann brutzeln wir die Bohnen erstmal an. So. Dann mit dieser Cheese kommt jetzt noch ein bisschen Stück Butter dran. Ja. Und da muss ich bloß ein bisschen aufpassen, weil die Butter verbrennt schnell. Bevor wir dann gleich zum nächsten kommen. Oh, das riecht gut. So, gute Nachricht. Die Knatschis sind fertig. Was? Dann kommen wir nämlich jetzt hier zum nächsten. Und zwar den Shrimps. Shrimps, ich hätte es eigentlich tiefkühlen müssen.
gleich. Gut anbraten. Nicht kleckern. Und schwupps sind die geschrumpft. Geschrumpft. Und fast fertig. Ach, das kommt in die Hand. Oh Gott, ich habe echt wenig Platz hier. Dann kommen die zu den Knatschis. Natürlich gehen die nicht richtig. Oh, es war so klar, Oh mein Gott, ey. Ach, Mensch. Ich hatte nur zwei Hände. Also gut, wie gesagt, die kommen hier rein. Im weiteren Text. Das ist ja auch hier Unmengen an Pfannen, nein. Dann kommen jetzt die Tomaten an die Reihe. Wie gesagt, nur mal kurz aufheizen, pürieren, würzen, fertig. So, okay, die Tomaten sind gekocht. Aufgekocht, wie gesagt, die sind schon mal gedämpft gewesen. Ich habe jetzt ja noch diese ollen Champignons gefunden. Die sehen schlimmer aus, als sie sind, aber diese weißen Pelzbelage, das ist nicht schlimm. Das ist bei Champis normal, nur die Erde muss ich abmachen. Die werde ich gleich mit vertun. Das habe ich nicht mal angehabt, oder? Na, ganz toll. Okay. Ganz, ganz toll. So, Pfeffer, Oregano, Salz, Zucker. Das kommt da schon, wenn ich richtig drückt. Und eine kleine Idee. Zucker. Und dann lässt man das Ganze aufkochen. Fantastisch. Ich liebe es. Und ich habe die Kamera drücken und ich habe es nicht richtig gemacht. So, aber dieses Mal. Jetzt kommt die Soße. Wir sind noch lange nicht fertig. Keine Sorge. Nein. Wir sind noch lange nicht fertig. Kommt die nächste Pfanne drauf. Draußen bellt der Hund, die Nachbarin geht wieder mal raus. So, da wir ja mit Gas kochen, geht's flott. Rein mit dem Gemüse. Ja. Dann werden wir jetzt das Gemüse anbraten. Der Kuchen fällt mir voll gerne, ich kann es ändern. Die Champignons werden vergehen, die Zwiebeln müssen glasig werden. Die Zucchini, oh, das geht schon. Auch hier. Glas. Ja, jetzt könnt ihr es nochmal sehen. Vom guten Basilikum trocknen. Vom guten Oregano. Auch trocken. Und ein Idee-Salz. Dann dieses Mal edelsüßer Paprika. Der ist nämlich uralt, der ist von, wann ist denn der? Oh Gott. Da haben wir es doch. Ja, der muss weg. So. Der gute edelsüße Paprika von früher. Schönheit, oh Mann.
jetzt kam unser Knatschis wieder drauf. Und jetzt. Und dann das Gemüse dazu. Leicht angehitzt. Und das Ganze wird jetzt nochmal kurz aufgewärmt. Angekocht bloß. Oder aufgekocht. Ich dachte schon, es wäre zu voll, aber nö, es geht. Es geht, es geht, es geht. Vorzugsweise könnte man bei der Gelegenheit eigentlich noch ein bisschen Grün drüber machen als Garnitur. Aber ich mache es jetzt mal so. Ich habe es aber ein bisschen nachgewürzt. Seid ihr mir sehr böse, wenn halt kein Kalendertürchen kommt. Dieser Kalender ist wirklich anstrengend. Das wird sowieso über Weihnachten hinausgehen, das kann ich euch sagen. Es ist nicht leicht. So, ach ja, es gibt noch Wein dazu. Also, ja, Wein. Wein ist bei mir fast immer im Haus. Auch im Dezember. Ganz anders. Die Soße schön geschmeidig. Sie ist farblich nicht so schön geworden. Ja. Also farblich muss ich sagen, gefällt es mir nicht. Geschmacklich ist es top. Ich habe, wie gesagt, immer nachgewürzt. Was mich ein bisschen ärgert, ist halt, es müsste normalerweise knallig rot sein, also richtig wie Tomatensoße. Aber ich hatte zu wenig Tomaten. Das war, wie gesagt, Rester. Verwertung. Also es muss noch richtig wie Tomatensoße sein. Und die Shrimps ruhig ein bisschen länger drin lassen, dann sind sie hart. Die Knatschis kochen, dann anschwitzen mit Butter und Kokosnussfettel. Man kann auch Öl nehmen, aber top, wirklich top. Ein gelungenes Abendmahl. Ich habe das Gefühl, wenn Wein ein bisschen offen steht, also geöffnet ist, verändert sich sein Geschmack. Nicht unbedingt schlecht, würde ich sagen. Aber im Vergleich zu Qualitätswein, muss ich sagen, also der ist halt auch teurer dementsprechend, als du merkst den Unterschied. Und da es natürlich nicht bis Alkohol geben darf, ein Pfefferminztee von heute früh. Danke fürs Zuschauen, ich esse jetzt erstmal was. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Türchen. Jemand wünschte sich noch ein Weihnachtsfestessen. Warum nicht? Mal sehen, wie ich das mache. Dann danke fürs Zuschauen und tschüss.